ein Team formt, das zufrieden ist, gute Energie hat und auch diesen Kundennutzen dann bringen will, dann ja, muss man sich um die Zahlen dann nicht mehr extrem viel Sorgen machen. Ich glaube, mancher Unternehmer, der eben diese Probleme hat, die passenden Mitarbeiter überhaupt zu finden, wird jetzt denken, wow, das möchte ich auch. Man kann auch mit dir dann selbstverständlich noch in Kontakt treten oder uns beide fragen. Da helfen wir gerne mit. Die andere Seite ist ja die Kundenseite. Wie geht ihr heute da um? Was hat dir besonders gut gefallen bei unserer Arbeit, um jetzt eben die Traumkunden zu finden? Kannst du da noch was dazu sagen? Ja, also das werde ich übrigens oft gefragt, weil ja mittlerweile bekannt wird oder ist, dass wir zusammen gearbeitet haben und das hat Interesse geweckt. Und für mich der Hauptgrund oder der Ausschlag auch, warum wir jetzt das anders machen, ist schon die Bodenprobe mit dir. Also eigentlich die Essenz des Ganzen, wie sich einfach mal die Hauptfragen stellen, warum machen wir das Ganze, wie wollen wir das machen und dieses Branding sagt man ja, aber es ist für mich mehr, sind die W-Fragen, oder? Und warum und wie und das klar für sich beantworten zu können und das in eine Positionierung umzuwandeln und dann auch mit dem Kunden genau über das zu reden, das hat bei uns schon einiges ausgelöst und es ist wirklich der Switch vom ich bringe dir eine Lösung zu sag mir erstmal, was du überhaupt brauchst, was ist dein Bedürfnis, matchen wir überhaupt und nicht einfach nur Lösungen und Fakten, Zahlen hineinschieben, weil das überfordert extrem und wenn man da nicht genau das Bedürfnis trifft, dann hat man eh schon, dann ist man so diametral auseinander, das wird schwierig. Und jetzt ist es bei uns, es klingt sehr einfach, aber ich stelle fest, dass viele halt doch nicht so konsequent machen. Wirklich mal zuerst das Bedürfnis des Traumkunden finden und dann zu schauen, ob das überhaupt matcht, weil wenn es ja dann doch nicht passt, dann gibt es auch keine Win-Win-Situation. Genau. Und diese Klarheit in der Positionierung und in der Argumentation hat da bei uns sehr viel bewirkt. Sehr schön. Also eine klare Positionierung. Daraus wissen wir dann, wer wir sind, warum wir sind, wo wir helfen können, wem wir helfen können. Und dann eben nicht mehr Produkte verkaufen oder technische Lösungen, sondern gucken, welche Zielgruppe hat welches Problem, wo wir optimal helfen können. Und genau. Das macht ihr hervorragend, dass sieht man dann auch an den Zahlen. Kannst du noch was, das denke ich, interessiert viele Unternehmer, sagen zu der Rentabilität, zu den Gewinnen? Wie hat sich das ausgewirkt die letzten 2 Jahre? Ja, gut, dass du gerade das fragst, weil die erste oder die Frage, die meistens auf der Zunge liegt, ist habt ihr jetzt mehr Umsatz? Wie ist das mit dem Umsatz? das war bei uns lustigerweise ging das nach unten, aber bewusst, weil durch die klare Positionierung und eben das, was du schön gesagt hast, wo können wir überhaupt helfen, haben wir auch gemerkt, dass wir auch einiges tun, wo wir eben nicht so gut helfen können oder wo wir relativ einfach ersetzbar sind. Und das sind dann Aufgaben, die für mich jetzt nicht speziell schön zu lösen sind, wenn ich nur über den Preis argumentieren muss und jedes Mal dann auch zu spüren bekomme, dass ich ersetzbar bin. Ist das zwar, das ist das Recht des Kunden, das finde ich auch okay, aber für mich als Unternehmer ist das dann nicht die schönste Aufgabe. Und so haben wir dann auch entschieden, gewisse Geschäftsbereiche nicht mehr aktiv zu betätigen. Und darum ist dann der Umsatz natürlich geschrumpft im ersten Schritt, aber das werden wir jetzt wieder aufholen. Was aber schon besser geworden ist, ist dann eben die Rentabilität. Also die Kunden, die wir jetzt haben, das sind Kunden, wo wir echt prüfen können, das spüren wir auch, das ist dann eine Partnerschaft, also der Kunde gibt uns Vertrauen, wir versuchen dann das Optimale für ihn herauszuholen und dementsprechend sind die Projekte einfach dann auch erfolgreicher und das
spüren wir, also der Kunde hat mehr Freude, weil sein Produkt ist am Schluss besser als zuvor und unsere Leistung wird dementsprechend auch gewürdigt und das zeigt sich dann auch unter dem Strich sozusagen in der Rechnung und das macht schon Spaß, wenn man, das ist das, wo wir am Anfang auch mal darüber gesprochen haben, zu Beginn unserer Zusammenarbeit, wenn man sich wirklich um den Kundennutzen kümmert, sich so positioniert, dass man einen Nutzen bringt und ein Team formt, das zufrieden ist, gute Energie hat und auch diesen Kundennutzen dann bringen will, dann muss man sich um die Zahlen dann nicht mehr extrem viel Sorgen machen, die kommen dann. Und da sind wir jetzt auf dem Weg, das zu spüren. Ja. Das ist doch ein super Schlusswort. Ich hoffe, ganz viele Unternehmer können das jetzt inhalieren. Es gibt noch so viele, die sagen, ja, Kohle ist das Wichtigste, ich brauche das Geld, ich muss irgendwie mehr Umsatz machen. So. Und die Mitarbeiter, die müssen dann halt machen, was ich sage, die bekommen ja Lohn. Ebenso geht es nicht, sondern andere Seite, wie du schön gesagt hast. Ja, ich will, also die Zahlen sind natürlich wichtig, das ist mir auch wichtig. Ich habe ein Internet, klar, ja. Das funktioniert, aber wie du richtig sagst, dort, wo man die Aufmerksamkeit hingibt, dort fließt auch Energie hin und wenn ich die Aufmerksamkeit auf den Kundennutzen richte, dann wird er immer größer und ja, was ist die logische Konsequenz davon? Und das ist schon, wenn man das für sich erkannt hat, glaube ich, ist sehr vieles möglich und natürlich umsetzen kann man nur mit einem Möglichmacher-Team und das ist genauso wichtig und da bin ich froh, dass wir da echt auf einem tollen Weg sind und es macht einfach alles auch noch viel mehr Spaß. Super. Gut, Adrian, der Markenbotschafter von BRTech, vielen Dank für die wirklich mega tolle, coole Zusammenarbeit mit dir, mit eurem Team immer. Und ihr setzt das alles immer gut um, darum auch sehr, sehr erfolgreich. Ich freue mich auf alles Weitere. Kontakt zu Adrian schreiben wir dann unten in die Kommentare rein. Freue mich auf den Austausch mit anderen Unternehmern und dir, Adrian, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon. Viel Erfolg weiterhin. Wünsche ich dir auch. Ciao, Bruno. Tschüss zusammen.